So, ich wollte euch mal kurz zeigen, wie es aussieht, wenn ich die Rock'n'Cop-Videos schneide und bearbeite. Denn viele haben bestimmt nicht wirklich so den Einblick darin, wie das funktioniert, was ich da überhaupt mache und warum es vor allen Dingen so verdammt lange dauert. Also zuerst konvertiere ich die Dinger in ein paar Schritten. Ich habe mir die Schritte mal aufgeschrieben. Sekunde. Yoshi Man Project, da. Genau, also ich schnapp mir die japanischen DVDs aus meiner Originalbox, die ich euch ja schon mal gezeigt habe auf YouTube. Pack die mittels DVD-Decryptor auf die Festplatte in Ordner namens Hongkong DVDs. Die VOB-Dateien, die konvertiere ich dann mittels VOB to MPEG in MPEG-2-Format. Diese MPEG-2-Videos konvertiere ich dann in MP4-Format mit Deinterlacing, linearem Blending, Farbkorrektur, das heißt 5% Kontrast drauf, 5% Sättigung hoch, Schärfe auf 80%, was sehr wichtig ist, und natürlich noch ein Deblocking. Ja, das Deinterlacing ist natürlich deshalb ganz wichtig, weil es NTSC-Format ist und wenn man das nicht macht, hat man immer diese Streifen da drin. Das ist sehr nervig. Genau. Diese Videos, diese japanischen Videos, dann natürlich ohne Audio exportieren. Ja, mit Xmedia Recode, wie gesagt. Ja, das Ergebnis, das importiere ich dann in Camtasia Studio und die deutschen VHS-RIP-Videos ebenfalls. Und das sieht folgendermaßen aus. So, hier habe ich die Audiospur und nicht nur die Audiospur der deutschen Sache, sondern auch da oben dieses Video quasi. Und hier, das ist die japanische Videospur und man kann jetzt schon sehen, dass ich es hier so angeglichen habe. Die Sache ist folgende. Und zwar bei jedem Szenenwechsel hat man einen kleinen, wie soll ich sagen, Bildfehler drin. Und von Szene zu Szene kann ich so natürlich auch die Geschwindigkeit der ganzen Sachen einzeln anpassen. Das heißt, ich gehe mal kurz zu dem Ende, wo ich hier war, nur damit ihr erstmal seht. Das hier ist quasi die eine Szene. Ja. Wenn die gleich vorbei ist, dann sieht man was. Die ist natürlich jetzt nicht ganz synchron vorbei, aber das passe ich ja noch an. Normalerweise mache ich es also folgendermaßen. Da ist die Szene vorbei. Das heißt, da kommt wieder ein Szenenwechsel. Und ihr seht, dass bei den DVDs ist es so, dass ihr so kleine, bei jedem Szenenwechsel so kleine Störbilder habt. Hier, dieses hier zum Beispiel. Das heißt, mindestens eins dieser einen dieser Störframes schneide ich raus, meistens davor, also vor dem Wechsel und nach dem Wechsel einmal. Jetzt hier nicht, weil man sieht, dass die Bilder nicht exakt gleich sind. Aber hier sind die exakt gleich. Das heißt, ich kann diesen Frame rausschneiden. Da jetzt schon nicht mehr. Genau. Wenn ich den rausgeschnitten habe, dann gehe ich so weit, bis hier die Szene vorbei ist. Also oben bei dem Deutschen. So. Und dann packe ich die Szene dahin. Und verlängere das, sodass es synchron läuft. Einigermaßen synchron. Wenn es dann vom Ton her noch nicht ganz funktioniert, passe ich es natürlich an. Wir hören uns mal ganz kurz an, wie sich's anhört. Du solltest dich an mich erinnern, man nennt mich Killerwolf. Wenn du mich weiter belästigst, mache ich Laserstab aus dir. Ja, genau. So passe ich es dann jedes Mal an. Das heißt, ich schneide jedes Mal, wenn ein Szenenwechsel ist, und das passiert extrem oft in der Serie, dann passe ich das an. Das heißt, ich mache hier einen Schnitt, guck, wo oben das so im Deutschen passiert. So, so. Pack das hier hin und mach die Länge so, dass es hier passt. Genau. Ja, die Sache ist die, für diese 5 Minuten, die die Folge jetzt läuft, wir sehen hier, dass es knappe 5 Minuten sind, habe ich gestern in etwa 2,5 Stunden gebraucht. Insofern, es ist sehr viel Arbeit. Das sind so 20-Minuten-Folgen. Ja, wenn man das halt hochrechnet, ne? Das ist einiges an Zeit.
was da verloren geht. Vor allen Dingen, wenn man immer diese Störframes rausnimmt. Ich guck mal, ob ich einen Störframe finde, der vielleicht besser zu sehen ist. Da. Da hat man kurz dieses Störbild gesehen. Das heißt, wir haben hier das normale Bild. Dann kommt da einmal dieses, ne, kaputte, wie man hier sieht. Sogar einmal noch. Und dann haben wir hier wieder diesen Kram. Und dann ist er weg. Das heißt, diese Störframes oder Wechselframes schneide ich immer raus. Und das ist eben das, was, was so viel Arbeit macht. Und das ist auch das, was mir es hinterher zumindest erleichtert, die Dinger synchron zu kriegen. Dass ich die Geschwindigkeit dieser einzelnen kleinen Parts immer anpassen kann, dieser einzelnen Szenen sozusagen. Hier sieht man dann immer, wie die Geschwindigkeit teilweise variiert. Denn wie gesagt, Videospur ist NTSC-Format und Tonspur lief ja über PAL. Naja, so viel dazu. Nur, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie die Arbeit ungefähr abläuft bei mir. Das Konvertieren der Videos dauert natürlich auch noch dementsprechend, aber da brauche ich ja zumindest nicht aktiv dran arbeiten. Ihr seht, dass die Episode 3, die ich jetzt gerade bearbeite, gestohlene Vergangenheit, dass ich da gerade dabei bin. Ich habe die Folgen 3 bis 8 jetzt schon konvertiert und setze mich an diese Folgen erstmal und lade die auf YouTube hoch, sodass es jetzt endlich nach fast einem Jahr dann doch mal weitergeht. Okay, dann vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.